Johann Friedrich Ludwig Hausmann, Mineraloge, 1816 bis 1859, Goethe-Allee Nummer 3. Friedrich Hausmann. Johann Friedrich Ludwig Hausmann, geboren am 22. Februar 1782 in Hannover, gestorben am 26. Dezember 1859 in Göttingen, war ein deutscher Mineraloge, Geologe und Bodenkundler. Leben und Wirken. Hausmann studierte am Collegium Carolinum in Braunschweig und an der Universität Göttingen. 1803 trat er als Auditor beim Bergamt im Clausthal ein, wurde 1805 Kammersekretär beim Bau- und Hüttendepartement in Braunschweig, unternahm 1806 und 1807 eine geognostische und hüttenmännische Reise durch Skandinavien und wurde 1809 Generalinspektor der Berg-, Hütten- und Salzwerke des Königreichs Westfalen in Kassel. Nach dem Tode von Johann Beckmann übernahm Hausmann 1811 die Professur für Mineralogie und Technologie an der Universität Göttingen. Er musste jedoch auch Vorlesungen über Bergbau, Eisenhüttenkunde sowie über Land- und Forstwirtschaft anbieten. Fast 30 Jahre lang hielt er in Göttingen in Anlehnung an Johann Beckmanns berühmtes Lehrbuch der deutschen Landwirtschaft landwirtschaftliche Vorlesungen, die er zuletzt unter dem Titel Die Lehre vom Ackerbau ankündigte. Den Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit widmete Hausmann unter anderem der Untersuchung der norddeutschen Gebirge, besonders des Oberharzes, aber auch des Weserberglandes. Seine Arbeiten, von denen einige später als epochemachend eingestuft wurden, zeichnen sich aus durch Zuverlässigkeit und dokumentieren seine kritische Beobachtungsgabe. 1821 gründete er den Göttinger Verein Bergmännischer Freunde, dessen Publikationsorgan Studien er von 1824 bis 1858 herausgegeben und redaktionell betreut hat. Mit seinen Studenten unternahm er alljährlich ausgedehnte geologische Exkursionen. Aufsehen in Fachkreisen erregte Hausmann mit seinem 1825 erschienenen Buch Versuch einer geologischen Begründung des Acker- und Forstwesens. In der bereits 1818 in lateinischer Sprache erschienenen Abhandlung weist Hausmann auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Bodens als Standort für die Kulturpflanzen hin und beklagt die Vernachlässigung bodenkundlicher Fragen durch die Geologen. Mit dieser Schrift gehört Hausmann zu den Mitbegründern einer rationalen Bodenkunde. Seit dem Wintersemester 1830-31 hielt er an der Universität Göttingen auch Kollegs über land- und forstwirtschaftliche Bodenkunde. Privatleben. Johann Friedrich Ludwig Hausmann heiratete 1809 Wilhelmine Lüder, 1786 bis 1841, und hatte 4 Söhne und 2 Töchter. Karl von Hausmann, Generalleutnant, 1816 bis 1879, Maria, verheiratet mit Friedrich Christoph Henrici, 1795 bis 1885. Henriette, verheiratet mit Johannes Eduard Wappois, 1812 bis 1879. Ehrungen. Ein 1813 neu entdecktes Mineral wurde nach ihm Hausmannit benannt. Am 30. Dezember 1839 wurde Hausmann Ehrenmitglied der Naturforschenden Gesellschaft zu Emden.